sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension. Move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out, but thrill of it. Mess around. So, schönen guten Morgen, Leute. Boah. So kaputt, so unendlich müde. Kaputt, so müde. Boah, diese 3 Stunden, diese 2 Stunden 40 Schlaf, die sind einfach gerade komplett die Qual. Ich kann nicht mal ins Licht gucken. Ja, wir werden jetzt erstmal hier Gas geben und alles zusammenräumen. Und jetzt zum Bahnhof. So, und wenn wir hier gerade einfach so die Koffersachen packen und los wollten, ist da etwas vorbei geschneit. Gekommen, da war etwas in der Post. Das hier, Leute, ist der Kaufvertrag vom Notar fürs Grundstück. Was sagst du, Schatz? Freue mich. Also Leute, das macht die Sache jetzt wirklich ernst und ich hätte niemals gedacht, dass er jetzt so schnell ankommt. Ich fasse gerade am Überlegen, ob ich den mitnehme und mir dann alles durchlese, aber wir lassen ihn hier, nichts davon verloren geht. Aber das ist unser Kaufvertrag. Ja. Ich bin mega happy. Ich freue mich, dass du gerade eben noch in den Briefkasten gegangen bist. Weil bei Tobi und mir ist es immer so, wir gehen immer nochmal, also wir sind ja heute Nacht um 2 aus Amsterdam gekommen und direkt ins Bett gefallen. Und er meinte gerade so, ja, ich gehe jetzt nochmal kurz an den Briefkasten und gucke nochmal, ob irgendeine Rechnung oder so gekommen ist. Und dann, tadim, gestern wohl angekommen. Und wir sollten eigentlich schon seit 5 Minuten auf dem Weg zum Bahnhof sein. Oh oh, so, das heißt, wir schwingen uns jetzt mal ins Auto. Schnell mal weg. Aber Leute, wir haben unseren Vertrag. We made it, Leute, we made it. So, schnell ein Brötchen und dann ab in den Zug. So, wir gehen jetzt nochmal kurz zum Duty Free, weil wir da nämlich was abholen müssen. Und ja, es geht mir so lala gerade, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie ist mir so mir schlecht, zittrig, so ein bisschen komische Angst, warum auch immer. Und ich habe richtig schlimme Unterleibsschmerzen, ich konnte eben kaum gehen. Und da ich jetzt gleich eine Schlaftablette nehmen will, nehme ich jetzt sicherlich keine Schmerztablette. Naja, egal. Jetzt gucken wir mal kurz, wo der Kram hier ist. Und dann geht es jetzt auch nach, ja, in einer Viertelstunde ungefähr los mit dem Boarding. Lass einmal aufnehmen, denn das ist ein besonderer Moment. Also jetzt Leute, freue ich mich grad wieder. Leute, für uns ist das nicht selbstverständlich, dass wir Singapur Airlines Business Class sitzen. Wir freuen uns gerade einen Ast ab und wie ein kleines Kind. A380. Ja. 800. Ich saß noch nie in einem A380. Nichts? Nein. Also doch, ich saß einmal da. Premium Economy bei Lufthansa. Nein, das war kein A380, das war ein Jumbo. 747. So, aber Leute, wie gesagt, wir haben ein Dings verloren. Was haben wir? Ein Mupf. Ein Pusche. Trump, ein Pusche. Ein Trump, ein Trumpy. Boah, guck dir das mal an. Wie riesig dieses Flugzeug ist. Ja, hier ganz Frankfurt ist einfach riesig. Aber wie gesagt, für uns ist das nicht selbstverständlich. Wir freuen uns wie kleine Kinder. Jetzt geht's rein. Nämlich von knapp 19 Stunden. Nein, 16. Oh ja. Okay, Klugscheißer. Oh, soll ich hier langsam wieder kriegen? Jetzt ist es bei mir ein Auf und Ab. Mal bin ich voll ruhig und könnte anfangen zu schreien und zu heulen. Und dann bin ich wieder voll happy und das ist so hin und her. So, jetzt geht's rein. Oh, wie schön die Seele. Ja. Ich brauche nur mein Ticket. Halt mal kurz, lass aber an. Hi, hallo, Rufball. This way, thank you. Miss Miriam? Yes, thank you. So schön. Oh my God. Hello, good morning. Hi, good morning. Das ist heftig. Das ist heftig. Vor allem, sie hat uns gerade gesagt, die Flugzeit beträgt doch nur 11 Stunden 40 oder 11 Stunden 30. Ich habe jetzt gerade nicht ganz genau gehört. Irgendwas mit 11 Stunden. Und das ist natürlich schon mal sehr cool. Also doch nicht längster Flug. Ich habe gerade meine Haare geöffnet. War jetzt ein bisschen blöd von mir, weil ich wollte unbedingt ein Foto hier haben. Bloß jetzt habe ich die ganze Zeit offene Haare. Ich hasse das, mit offenen Haaren zu fliegen. Aber egal. Jetzt sitzen wir hier auf unseren Plätzen. Das ist einfach so heftig. Ich habe jetzt hier meine Tablette, die ich nehmen werde. Und so krass einfach. Guckt euch das mal bitte an. In meinem Leben hätte ich, also wirklich, das ist einfach heftig. Und die sind so süß hier. Also wirklich die Flugbegleiterin, erstmal sehen die ultra schön aus. Die haben so schöne Sachen an.
Und die sind so süß und so lieb und die ganze Zeit, soll ich ein Foto von euch machen? Und guck, das ist eine solche. Die ist so hübsch angezogen. Und das ist richtig, richtig krass. Also, das ist einfach so heftig. Das ist so heftig. So. Du kommst klar? Sehr gut. So, und jetzt geht's für uns nach Singapur. Ich teste jetzt. Und zwar, ich will nicht mehr passieren, wenn ich. Wieder rein. Weißt du, was ich richtig schade hier? Ihr Outfit, voll schön. Was ich halt voll schade finde, ist, dass wir in Singapur nicht wirklich bleiben. Also halt eine Stunde und dann nach Bali. Aber ich würde so gern Singapur mir mal anschauen. Ich finde es also wirklich ist mal toll, so eine Woche in Singapur. Wäre echt schön. Also nächstes Mal, wenn es dann halt nicht beruflich nach Asien geht, werden wir auf jeden Fall auch versuchen, einen Stopp in Singapur, der länger ist, noch einzuplanen. Doch? Na klar, Schatzi. Du kannst das komplett zum Bett machen. So, der Herr zeigt uns das Ganze jetzt mal. Jetzt haben wir es auch kapiert, weil das war jetzt gerade nur der Boss-Sessel. Und jetzt zeigt er uns das. Wir müssen es nämlich komplett gerade machen. Und dann wird dieses Teil so umgeklappt und zum Bett gemacht. Wie krass. Perfekt. Thank you so much. Okay, oh, das ist total lieb. Yeah. So. Oh ja. Gut zu nah. So, wir starten jetzt. Augenklappe ist da. Habe ich schon einen Film angeballert und zwar Mission Impossible. Mittlerweile nach ungefähr fast 11,5 Stunden. Filmen wir uns ein bisschen durch, werden aber jetzt in einer guten Stunde landen, kriegen jetzt erst noch Frühstück und dann. Oh ja, yeah. Orange juice, please. Thank you very much. Geschlafen habe ich glaube ich so 2 Stunden. Keine Ahnung warum, aber oha, ich dachte auch mal, zieht sich hier komplett aus. Ja, ja, klar. Okay. Einmal nackiges Flugzeug. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade. Bekommen, ob wir frühstücken wollen und es gibt Pancakes. Hallo, und natürlich wollen wir frühstücken. So, und Tobi bastelt gerade sein Bett. Achtung, Schatzi, natürlich. Tobi bastelt sein Bett wieder zusammen zum Sitz. Plus, ist jetzt eigentlich. Ne, ich bleib noch liegen. Also, meins ist noch zum Bett. Gerade ein stilles Wasser, ein Sprudelwasser. Ey, das ist so kalt, ich freue mich einfach drauf. Ich habe jetzt nochmal 2 Stunden tatsächlich gepennt. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich nochmal einpenne. Wir sind gerade über dem Indischen Ozean und brauchen auch nicht mehr lange. Ja, da freue ich mich. Dann sind wir schon mal in Singapur. Und von da aus geht es eigentlich ruckzuck wieder in den Flieger nach Bali. Und dann sind wir auch schon zu Hause. Pass auf, oh Gott. Mit dem Kopf hoch und runter. Das ist so Millimeter sind das. Echt. Ja, ich habe mega gut gepennt jedenfalls. So, wir haben jetzt schon mal hier ein Croissant bekommen und ein bisschen Obst und gleich kommen die Pancakes. Boah, ich freue mich voll drauf. Tobi kann natürlich nicht warten. Der mampft sofort das Croissant. Sofort. Nein, das erzählen wir jetzt nicht. Sie so, ja, wollen Sie einen Tee? Und ich so, oh ja, ein Tee ist super. Und sie so, okay, gib mir einen weißen Tee. Ja. Ich habe noch nie weißen Tee getrunken. Mit Milch. Weißer Tee ist schwarzer Tee mit Milch. Ja. Und ich so, nee, kein Kaffee. Ich so, was ist denn? Und Maren. Oh nö, dann ist alles gut. Machen, greift gerade eben einfach so in den Ja, sie wollte es mir mit der Zange geben. Ja, oh Mann, sorry. Ja, Entschuldigung, mein Gott. Schaut euch bitte mal an, wie das aussieht. Und sowas gibt es im Flugzeug, dein Ernst? Voll geil. Ich weiß nur nicht jetzt, was das da ist. Meine Sitznummer ist 24.
Ich glaube D-Delta. Ja, sie hat gefragt. D wie Delta? Ja. So, und es wackelt gerade ein bisschen. Seht ihr hier eventuell gerade so das einem Glas? Das erste Mal, dass es ein bisschen wackelt. Nein. Du hast eben einmal gepennt. Alter Schwede, es hat einmal richtig gewackelt, ne? Da bin ich wach geworden von. Aber soweit geht's eigentlich echt voll klar. Also wieder mal die Panikmacherei vorab war wieder sinnlos. So, ich bin schon raus. Vogel kommt da hinten und Leute, es ist so verdammt warm. Das ist ja unglaublich. Ich sehe jetzt schon hier. Und ich habe so einen Cardigan halt von uns an. Und es ist warm, ne? Es ist ein bisschen hot. Wir haben jetzt schon, ja, wir haben schon 26 Grad und es ist noch nicht mal 7 Uhr morgens. Die ersten drei Sachen, die ich schon gescannt habe, ist auf jeden Fall Steckdose. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich brauche. Ja? So. Alter, ist das warm, Mann! Das wäre die Tür auf, das ist ein Lenk. Oh. Mit so einem fliegen wir jetzt noch weiter. Ja. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, dass wir schauen, wo wir hin müssen. Da. Das ist unser A380. Den sind wir geflogen. Heftig. Voll geil. Voll cool. Ich finde den A380 echt geil. Ja, ich glaube, den findet jeder geil. Der ist halt richtig fett gewesen. Ich bin aber trotzdem ein bisschen traurig, dass wir in Singapur nicht bleiben. Also ich würde Singapur auch super gern sehen. Ja, also ich habe gerade eben mit der Stewardess gesprochen. Achso, okay. Ich habe eben mit der Stewardess gesprochen und sie hat mich halt gefragt, ja, geht's dann noch weiter oder bleibt ihr in Singapur? Und ich so, ja, es geht nach Bali. Übrigens, eben hatte ich kurzzeitig mal Internet oben in der Luft und auf einmal kriege ich von Nina, danke an dieser Stelle, Nina, so Nachrichten, oh, Maus, es gab auf Bali ein Erdbeben, bla 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 und hier und schickt mir irgendwelche Sachen und ich war richtig so... So in Panik machen ist Nina echt gut. Ich war richtig, was, oh, scheiße, ne, so vor allem, also Tsunamis und sowas, davor habe ich dann halt Angst, die hat direkt super. Jedenfalls meinte die Stewardess, drei Nächte Bali, ach Quatsch, drei Nächte Singapur wären auf jeden Fall mega cool und dann sollten wir definitiv so ein bisschen auf Bali uns mal Zeit nehmen und wirklich so 10 Tage Bali machen. Und das werden wir uns für nächstes Jahr auch vornehmen. Also, das ist, sagen wir mal, das ist geplant. Wenn uns da nichts dazwischen kommt. Geil, finde ich. Guckst hier auf die Flight Connection hier rechts rum. Die Dings. Flight Connection, guckst dir die Ziele an, die Singapur von hier aus an. Den Großteil der Städte kennst du einfach nicht. Ja, riecht hier am ganzen Flughafen so nach einem ganz, ganz zarten Blumenduft. Ja, wir müssen rechts rum, genau. Weil bei Immigration reisen wir in Singapur ein. Wir kommen an Terminal 2 und da steht in der Mitte so ein kompletter Garten. Wir haben gerade gesagt, oh, ein Kaffee. Ja, warte, ich will erstmal kurz hier gucken. Nicht, dass es nachher so ein heiliger Garten hier ist und wir Mongos wieder filmen. So Kulturbanausen kommen wieder an mit der Kamera. Ja, guck mal hier, guck mal da. Also das nenne ich mal heftig. Wir sind gerade beim Starbucks, weil wir ein bisschen Hunger haben. Die haben so einen Curry Chicken Puff und so einen Kram. Pancakes, die nehme ich einmal. Four Cheese Toast, das nehme ich auch. Geil. Nicht dein Ernst. Ist das dein Ernst, Maren? Aua. Ich bin gerade eiskalt, Leute. Eiskalt. So heftig gestolpert. Ich bin gewohnt, dass man mit einem A320 oder sowas fliegt. So einen Anschnaller hatte ich auch noch nie im Flugzeug. Also wir sind angekommen in unserem Hotelzimmer und das ist sowas von krass einfach.